Actually, we have two consecutive talks of half an hour. And as they're both on the same, more or less, topic, we've decided to junk them. One is right now, that's Thomas Lohninger from Austria, my home country. And the next one is Freddy Künstler from Switzerland. And they're both talking about the same problem. You know the old Churchill saying, there's two things you don't want to know exactly. That's how do they make sausages and how do they make laws? Well, actually, you do want to know exactly how they make laws. Otherwise, you find yourself with a law you don't want. And a sausage, I mean, you can avoid a banger, but you can't avoid a law. So Thomas here is going to tell you about the fight for net neutrality in Europe. And let's have a big hand for Thomas Lohninger. So, herzlich willkommen zur Übersetzung vom Vortrag Neutrality in Europe auf dem 32. Chaos Communication Congress. Achso, lass uns anfangen. Wir haben hier einiges, was wir in den nächsten 30 Minuten besprechen möchten. Deshalb werde ich hier ein bisschen schneller durchgehen, damit wir ein bisschen mehr auf die Zukunft gucken. Der Untertitel ist, Allerjagder ist, also die Würfel sind gefallen. Aber das ist eigentlich nicht wirklich wahr. Wir haben jetzt Einschränkungen. Wir haben in der EU für alle 28 Mitglieder Regulationen. Ich werde jetzt über diese Geschichte von diesen Gesetzen zu sprechen. Aber das Gesetz, das wir heute haben, ist immer noch so, wie es ist. Und wir haben noch einen großen Krieg vor uns. Wir müssen sehr viel arbeiten. Wir haben noch einen großen Einfluss, den wir wahrnehmen müssen. Also ein bisschen Einführung. Grundsätzlich Netzneutralität. Es geht darum, die Universität vom Netzwerk. Wir sehen hier, wir sind verknüpft über dieses Netzwerk und das grundsätzliche Prinzip. Heute haben wir Netzneutralität ist dasselbe wie Diskriminationsschutz. Das ist ein grundsätzliches Satz. Wir möchten neue Modelle etablieren. Das ist aus der Startpunkt für diese europäische Gesellschaft, für die Telekom. Es ist bereits jetzt schon ein Gesetz in allen 28 Mitgliedern. Die verantwortliche Kommissarin ist diese Dame. Es ist ein Fakt, dass wir alle verbunden sind, dass wir alle verbunden sind. Also es ist im strategischen Interesse von Europa, im ökonomischen Interesse von Europa. Und es ist absolut wichtig für die Bürger. Wir brauchen vollen und fairen Zugriff für Internet und mobile Dienste. Also wie das Internet. Das ist auch die Idee dieses Gesetzes. Man hat das Internet, das so etwas wie neutral ist, und dann hat man anderes Zeug. Spezialisierte Dienste, die man dann irgendwie übersetzen kann in Spezialdienste oder Fast Lanes. Also wenn man jetzt das anschaut, da ist ganz komische Sprache drin. Und zum Beispiel innerhalb der Vertragsvereinbarung von Volumen oder Geschwindigkeit darf man nicht diskriminieren. Aber außerhalb dürfte man diskriminieren. Das wäre legal. Also es gab eine Wahl im Parlament, um das relativ schnell durchzukriegen, dieses Gesetz. Also vor den Wahlen. Also es gab ein populistisches Element darin. Das war Roaming. Also wenn ihr etwas über dieses Gesetz gelesen habt, dann ging es wahrscheinlich um den Roaming-Teil. Also Europa oder die Roaming-Gebühren loswerden. Also, es wird immer noch Roaming geben, aber in verschiedenen anderen Varianten mit anderen Namen. Also es ging darum, das möglichst schnell dieses Gesetz durchzukriegen im Parlament. Und dazu kam eben diese komische, spezielle Sprache. Also es war voll davon. Der vierte Punkt war in der Sprache. In der PR-Strategie ging es immer darum, dass sie sagten, dass sie Netzneutralität unterstützen. Also
Er hat auch gesagt, dass er das unterstützt, aber eigentlich tatsächlich ist das Gegenteil. Also, was haben wir gemacht, als das Gesetz vorhin war? Wir haben angefangen, Ergänzungen zu schreiben in diesem Wiki hier. Also ich habe gesagt, wir wollten ein paar Lessons learned hier aufzuzeigen. Also die erste Lektion ist, schnell einzusteigen, wenn man die Gesetzgebung mit einflussen wird. Je früher man ist, desto eher hat man die Chance, die Legislation zu beeinflussen. Also schaut euch an, was im nächsten Monat im Kalender ist. Nicht, dann habt ihr die Chance, 3 Jahre später effektiv Einfluss zu haben. Also wir waren auch hier auf dieser Bühne beim 30C3. Markus Beckendahl hat da einen Talk gegeben. Also die Webseite hat eine ganz einfache Idee. Übersetzt eure Aufmerksamkeit in eine politische Kraft. Gebt Leute etwas zu tun. Also das ist die zweite Lektion. Gebt Leuten etwas, das sie tun können. Sonst ist es ihnen egal. Sonst werden sie nicht engagiert. Wenn die Leute das Gefühl haben, sie können teilhaben an diesem Projekt, dann, wenn ihr solche Aufgaben für die Leute habt, dann könnt ihr den Willen, sich zu engagieren, in Taten umwandeln. Bei uns war das, ja, ruft an oder faxt oder tweetet die Parlamentsabgeordneten. Also hier möchte ich Michael Bauer danken, der Hauptentwickler von safetyinternet.eu war. Leider ist er dieses Jahr verstorben an einem Herzinfarkt. Also ohne ihn hätten wir es nie geschafft, so weit zu kommen. Also er war ein wirklich brillanter Mensch. Also das Fax-Ding war sehr cool. Wir haben etwa 40.000 Faxe geschickt. Die waren auch wirklich, sind auch angekommen. Da möchten wir uns beim ISP Kappa bedanken. Die haben diese Faxe gesponsert. Wir mussten für nichts bezahlen. Die dritte Lektion, seid kreativ. Also Fax, das war etwas Neues, das hat vorher noch niemand gemacht und das war sehr einflussreich. Also, denn man hatte da einen physikalischen Ausdruck einer Meinung eines Wählers. Also natürlich, ja, wenn man das jetzt 1-2 Mal gemacht hat, mittlerweile hat das Parlament umgestellt auf elektronische Fax, also das geht jetzt nicht mehr so gut. Man muss sich schnell anpassen. Also das hier ist der Prozess innerhalb des Europäischen Parlaments. Man hat diese verschiedenen Komiteen, die jeweils ihre eigene Meinung formen. Das wird dann zusammengefasst in einem großen Komitee und dann kommt es ins Plenum. Also ich möchte mich bei Steffen Kammerberg bedanken, dass der Einzige, der von Anfang bis Ende auf unserer Seite war. Einer der Bösen ist... Sie hat relativ viel Macht über den Prozess der Gesetzgebung und sie hat an jeder Stelle, an der sie konnte, gegen uns gearbeitet. Sie war nicht wirklich daran interessiert, zu verhandeln. Sie wollte wirklich einfach die Interessen der Telcos durchkriegen. Wir haben es aber trotzdem geschafft, gewisse Anpassungen an das Gesetz durchzukriegen. Also diese hier sind die, die eine Mehrheit erhalten haben, die uns zum Sieg verholfen haben. Also jetzt bin ich auch frei, über gewisse Dinge im Hintergrund zu sprechen. In diesem E-Mail hier der Sozialdemokraten seht ihr, dass der Text der Civil Society kam, das stimmt. Wir hatten hier 3 Dinge zu tun. Wir mussten die ganzen Lücken finden und so wenig wie möglich abzuändern, weil jedes Wort zu ändern ist extrem teuer. Und wir konnten keine politisch aufgeladenen Begriffe zu verwenden. Wir mussten neutrale Sprache verwenden, die all die Probleme lösen.
Also ja, und das ist, was wir tatsächlich geschafft haben, hier die große Mehrheit abzuholen. Also, ja, das ist uns am Feiern nach dem Sieg. Das war toll. Die vierte Lektion. Seid eindeutig über, was ihr wollt. Ihr könnt nicht nach Dingen fragen, die ihr eh nicht bekommen könnt. Ihr müsst realistische Anforderungen stellen. Also in diesem Text gab es viele realistische Dinge, aber es gab leider sehr viele Formalitäten, die uns dann zum Verhängnis wurden. Also das Parlament ist nicht wirklich emanzipiert von den anderen Organisationseinheiten. Das Parlament ist nicht wirklich willig, über den Kopf dieser anderen Institutionen zu entscheiden. Man braucht wirklich eine absolute Mehrheit, nicht eine einfache Mehrheit. Also die Hälfte aller Parlamentsmitglieder, nicht bloß die, die bei der Abstimmung dabei sind. Also da, in diesem Bild hier ist grundsätzlich das Prinzip dargestellt, wie Gesetze verabschiedet werden. Also wir hatten diese Save the Internet-Kampagne für alle diese Schritte der Gesetzgebung. Als die Kommission auf diesen Vorschlag einging, dann war es gefixt. Das Council hat es dann wieder rückgängig gemacht und dann wurde es nochmal überarbeiten, war noch schlimmer. Und diese drei Institutionen haben sich dann zusammengesetzt auf eine Art, die so intransparent wie möglich war. Und die kamen dann mit einem neuen Text raus. Also die Vereinbarung wurde um 2 Uhr morgens gemacht. Da waren im Prinzip fast alle schon am Schlafen. Und die Liberalen, die Grünen, die Linken, die waren gar nicht mehr in den Verhandlungen. Wir können das nicht abschließen. Wir wollen erst nach der Sommerpause weitermachen. Und die Patricia Treuer von den Linken war im Prinzip mit ihrer Handtasche schon durch die Tür rauslaufen und in diesem Moment hat sie noch zugestimmt zu dieser Scheißvorlage. Also ja, auf das läuft es am Ende raus. Und ja, Castillo war die auf diesen Kompromiss hingearbeitet hat. Also wir hatten diesen schlechten Text, der jetzt da vor uns war, aber es musste immer noch durchs Parlament durch. Also wir mussten uns dann fragen während der Sommerpause, ist dieser Text schlimmer als nutzlos? Also sollten wir für Änderungen kämpfen oder dass das Ganze sein gelassen wird? Ja, also ich war ein bisschen hin und her gezogen zwischen den zwei Optionen und am Ende dachte ich mir, ja, das ist besser als was die USA haben in diesem Bereich. Es gibt Länder wie Deutschland oder Österreich oder die Niederlande, die dann bessere Gesetze erlassen würden, auch wenn die meisten wohl das nicht haben würden. Also dachte ich mir, besser hätten wir diesen Kompromiss für 28 Staaten als gar nichts. Und dann ist etwas passiert. Wir hatten Barbara von Schewig, also Unterstützung aus der USA. Die hat sich für uns auch gesprochen, genauso Lawrence Lessig und Sir Tim Berners-Lee und viele weitere Unterstützer hatten wir. Es gab auch Firmen und Startups, die sich da involvierten. Es gab auch Venture-Kapitalisten, die uns da unterstützen, die das Parlament aufgefordert haben, dieses Gesetz eindeutig zu formulieren, weil sie sonst weniger investieren würden. Jetzt du. Auch in Deutschland hatten wir große Unterstützung, zum Beispiel von Medien und zum Beispiel die Aktion von deutschen Journalistinnen, aber auch viele andere. Aber was wir nicht gemacht haben hier, also was wir nicht früh gemacht haben, auch wenn das die letzte Minute Aktion war, die ganze Aktion wurde eine Woche vor der Abstimmung gemacht und das war einfach zu spät. Wenn wir diese Medienunterstützung früher gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich anders rausgekommen. Aber was wir daraus lernen können, wir müssen unsere Bewegung ausweiten. Wir müssen rausgehen aus dieser Netzpolitik-Nerd-Blase und weitere Leute erreichen. Das heißt, wir müssen eine breite Gesellschaft erreichen.
Geht zu den Richterinnen, geht zu den Journalistinnen, geht zu allen denen, die irgendwie bereit sind, euch zuzuhören. Und wir hatten sehr kreative Aktionen, wie zum Beispiel hier in Barcelona. Wir hatten hier unsere Mitglieder, die hatten diese Projektion auf dieses Gebildung von Telekom. Aber am Schluss hat es nichts gebracht. Es hat nicht funktioniert in der zweiten Lesung. Ich möchte euch jetzt erklären, warum das nicht das Ende ist der Netzneutralität. Ich wusste, das war in den Medien und sehr stark. Und wenn wir jetzt das angucken, das war ein Verlust von uns. Das war eine Kampagne, die wir verloren haben, aber nicht Erfolg gehabt haben. Und das größte Problem, das wir jetzt haben, es hat immer noch gute Teile darin. Ein Wort des Empfehlung von uns, wir müssen auch, das erste Netzneutralitätsgesetz ist nicht das, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt Klarheit, das ist anwendbar auf mobiles Internet. Und wir haben jetzt nicht mehr ein kommerzielles Blocking. Wir haben immer noch staatliches Blocking, wie zum Beispiel Zensur. Aber es ist nicht möglich, zum Beispiel Skype zu blocken auf deinem Mobiltelefon blocken. Die großen Fragen darüber haben wir immer noch. Die wichtigen Entscheidungen sind immer noch zu ungewählten Regulationen. Und wir haben jetzt immer noch eine große juristische Unsicherheit. Das ist auch schlecht für Unternehmen. Wir haben immer noch vier große Themen, die wir besprechen möchten. Die sind immer noch in der Diskussion. Und spezialisierte Services, das heißt, wir können das übersetzen mit Nicht-Netzneutralität oder diese Services nichts zu tun haben mit dem Internet. Das sind hier fünf Punkte, die müssen wir anwenden und dann können wir das immer noch erreichen. Die Regulatoren, diese 21, die machen nichts anderes als Gesetze lesen und sie anwenden. Und das ist eine der großen Fragen, die wir hier gefragt haben. Ist es okay, wenn wir Internet-Service haben wie oder spezialisierte Service? Das ist ähnlich wie das Zero-Rating, das heißt kommerzielles Bevorzugen, das heißt einige kosten mehr wie andere. Kommerzielle Anwendung ist das, der Punkt hier, weil diese Zero-Rating ist nicht kommerzielle Anwendung. Das ist eigentlich das lustig, weil die fragen uns, was denkt ihr, ist das eigentlich? Was heißt das? Von unserer Ansicht gibt es zwei Punkte, das zu sehen. Entweder heißt das Zero-Rating, es muss verboten werden, oder das heißt, aber in diesem Fall ist das ganze Thema eigentlich, wird es ausgelassen werden. Das heißt zum Beispiel, das holländische Netzneutralitätsgesetz könnte das immer noch auslassen oder Deutschland könnte das anders machen, verbieten. Ein wichtiger Punkt ist das Traffic Management. Es gibt ein Risiko, dass es ein klassenbasiertes System gibt. Das würde aussehen, dass wir haben das ganze Video-Streaming in einer Klasse und wir würden die zum Beispiel priorisieren, aber wir würden jetzt andere nicht priorisieren, wie zum Beispiel telefonieren. Weil es geht gegen unsere wirtschaftlichen Systeme und deshalb werden die nicht bevorzugen. Und das Class-Based Traffic Management hat andere große Probleme. Wir können das sehen als Allgemeines. Zum Beispiel File-Sharing. Wir haben da zum Beispiel Game-Applikationen, weil das ähnlich aussieht. Das kann dafür werden, dass die Spiele nicht mehr gebrauchbar sind. Wir haben jetzt in der UK haben wir ein Komitee mit Spieleentwicklern. Und bevor die das überhaupt herausgeben können, müssen wir zuerst hinsetzen und das diskutieren, damit es überhaupt funktionieren kann. Das ist genau das Gegenteil von Innovation. Und von meinem Verständnis ist das Traffic Management
Guckt euch nur, lockert euch nicht den Helm an und guckt euch nicht, was drin ist. Es gibt auch ein Problem, wenn man das zum Beispiel verschlüsselte Einhälte anders betrachten möchte, weil das könnte alles in dieser verlangsamten Linie landen. Im Prinzip ist das, was wir eigentlich möchten. Wir möchten nur, wir können das Problem nicht anders lösen und nur, wenn wir das so. Transparenz ist der nächste Punkt. Wir werden hier eine große Veränderung sehen, wenn wir zum Beispiel mit. Da haben wir nicht mehr ein Oberlimit der Breitband, sondern ein Minimum und ein Minimum. Also wir haben eine mehr akkurate Information für die Konsumierenden. Das ist die Organisation. Also da geht es darum, wirklich was Sinnvolles aus diesem Gesetz zu machen. Also da ist zum Beispiel die Bundesnetzagentur in Deutschland dabei oder RTM Austria. Die sind alle zusammen unter dieser Schirmorganisation BEREC und die haben bis Ende August gemäß Gesetz, um jetzt spezifische Richtlinien zu haben, wie man dieses Gesetz umsetzt. Also das hier ist der Zeithorizont für uns, wo wir uns da engagieren müssen. Also das Parlament hat das da verabschiedet. Es wurde veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt. Also wir haben jetzt 9 Monate Zeit. Es gab ein Stakeholder-Hearing von der Zivilgesellschaft. Und da sind wir zusammengesessen mit den Gesetzgebern, also auch mit Content Application Providers, also die öffentlich-rechtlichen Sender und ISP. Und jetzt muss man da irgendwie die Balance finden zwischen diesen Gruppen. Also jetzt sind wir an diesem Punkt, wo diese Working Groups Richtlinien ausarbeiten. Also das Gesetz wird dann umgesetzt zu diesem Zeitpunkt, obwohl diese Verordnungen dann noch nicht gültig sind. Aber ja, wenn es da einen Fall gäbe zwischen April und August, also diese Vorlage wird dann abgestimmt im Plenum und dann gibt es noch 20 Tage öffentliche Diskussion, wo jeder da Feedback geben kann über Netzneutralität in Europa. Und dann sind noch ungefähr 2 Monate Analyse des Feedbacks und der Überarbeitung der Vorlage der ausführenden Bestimmung. Und dann gibt es die Schlussabstimmung in diesem außerordentlichen BEREC-Gremium. Also, schauen wir uns mal noch diese 20 Tage hier an. In den USA mit FCC gab es mehrere Monate Konsultation und 4 Millionen Kommentare. In Indien gab es da 28 Tage und trotzdem 1 Million Kommentare. Und ja, jetzt in Europa 20 Tage. Also das ist der Vergleich, den wir uns stellen müssen. Das heißt natürlich auch für europäische Organisationen, alle Organisationen, denen das Internet am Herz liegt, das ist die Chance, die wir haben. Also schauen wir uns mal die US an. Das ist jetzt so eine Analyse der Kommentare, die der FCC gegeben wurde, als die nach der Meinung der Öffentlichkeit gefragt haben. Es gibt jetzt eine riesige Sammlung von Papern, von wissenschaftlichen Analysen über diesen Datensatz, die Analyse dieser Netzneutralität-Kommentare. Also es gibt so viele verschiedene Themen, wo Leute von sich aus kommentiert haben. Also aus diesen 4 Millionen Kommentaren sind da wirklich viele Leute, die mit ihren eigenen Worten ihre Gedanken über dieses Thema ausdrücken, wie sie denken, dass das Netzwerk, das sie betreiben, beeinflusst oder die Gesellschaft. Also wir haben da Dinge wie, wir brauchen Netzneutralität für den amerikanischen Traum. Also die Idee dahinter ist natürlich auch, also vielleicht können wir da Ratschläge aus der USA auf Europa aufwenden. Also weil das Netzwerk großartig ist, weil man sich mit verschiedenen
Ideen auseinandersetzen kann. Und in der USA ist das wirklich eine grundlegende Idee, die geschützt wurde in den USA. Und das sollten wir uns hier auch zu Herzen nehmen. Also wir, die Save the Internet Coalition, werden eine neue Version der Webseite entwickeln, also um auch diese Möglichkeit zu kommentieren, offen zu halten, auch länger als 20 Tage, dass ihr die Möglichkeit habt, etwas für diese Gesetzgebung zu tun, damit ihr eure Meinung einbringen könnt. In der verbleibenden Zeit möchte ich noch kurz Europa verlassen, um das Motto des Kongresses dem gerecht zu werden und das global anzuschauen. Es gibt hier viele Gesetzgebungen, die im Moment diskutiert werden oder schon in Kraft sind. Und ja, wegen André Meister von Netzpolitik.org haben wir hier eine Sammlung von Werbung, zum Beispiel aus Lateinamerika. Also hier, so sieht es zum Beispiel in Chile aus. Also freie soziale Netzwerke oder Full Internet hier mit diesen Webseiten. Also da geht es nicht um nerdiges Zeug, das ist wirklich ein Kaufangebot. Also man kann diese, kauf mein Internet, denn ich krieg diese Dienste. Also es geht weiter und weiter und weiter, aber es wird dann ziemlich übel am Ende, also wenn man sich jetzt anschaut, was da genau in Indien passiert. Also das ist zum Beispiel, Facebook hat diese Internet.org Kampagne, also Facebook will armen Leuten Zugriff auf Facebook geben, also nicht das Internet, nur Facebook. Also Facebook ist jetzt in der Offensive und bittet Leute gegen Netzneutralität zu lobbyieren. Und Facebook reagiert extrem schnell, denn also in Indien ist der öffentliche Druck extrem groß. Also Firmen und Telcos gingen auf die Barrikaden gegen diese Kampagne von Facebook. Also gibt es noch safetyinternet.in, die indische Seite. Er hat gefragt, die einzige Frage, die er Mark Zuckerberg stellen würde, wieso gibst du nur diese grundlegenden Dienste, also diese wenigen hundert Seiten, anstatt Zugriff für das ganze Internet? Also wieso gebt ihr nicht die Bandbreite, die für dieses spezielle Programm reserviert ist, für alle Webseiten, die verfügbar sind? Ich meine, kommerziell wäre das für die Telcos genau das Gleiche. Und es gäbe auch ein ähnliches Programm von Mozilla oder von ISPs. Also die geben dann einfach ein paar Monate, eine Handvoll Megabytes, um sie abhängig machen vom Internet. Also, und ja, das könnte man genauso gut machen, wenn das offener wäre. Also wir müssen da diese Probleme anschauen für diese globale Netzneutralitätsdiskussion. Das ist nicht europaspezifisch. Und ja, wir müssen uns auch überlegen, wie das wäre, wenn Facebook oder Google jetzt auf der anderen Seite des Zauns wären, wie das den Kampf ändern würde. Also herzlichen Dank, das ist das Ende meines Talks und nach meiner Zeit. Ich halte euch dazu an, weiter zu kämpfen. Wir haben noch nicht verloren. Wir haben jetzt einfach ein sehr, sehr mehrdeutiges Gesetz. Die Verantwortlichkeit liegt jetzt bei denen, die die Richtlinien ausarbeiten. Wir sind jetzt am Punkt, wo die USA 2014 war. Also wir müssen jetzt ähnlich argumentieren, wir müssen jetzt ähnlich kämpfen wie in den USA. Save the Internet ist ein Verband aus 12 NGOs. Wir haben nicht wirklich so einen festen Treffpunkt oder so. Also viel passiert in Österreich. Das ist hier zum Beispiel jetzt auch hier ein Workshop über BEREC am 28. Dezember um 18 Uhr. Also ja, falls euch das interessiert, macht bitte mit an diesem Workshop. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die Simultanübersetzung über Netzneutralität in Europa, übersetzt von Ploy und Frau Blauwal. Wenn ihr Feedback zur Übersetzung habt, dann findet ihr uns auf Twitter @c3lingo. We'll have 10 minutes.
question and answer. So here's, das ist jetzt eine Schweizer Angelegenheit. This is the gentleman from Switzerland, Freddy Künzler. He speaks Fribourg dialect. Huh? Can you believe that? Fribourg. And pretty good, actually. We both agree that buffering sucks, so please let me have a hand for Freddy Künzler. Thank you. My name is Freddy Künzler. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt auf Schweizerdeutsch oder Englisch reden soll. Okay, wenn ihr geht, dann bitte seid leise. Ah, Schweizerdeutsch wäre für mich natürlich eine Option. Und Englisch auch, weil Deutsch, also ihr wisst ja, dass die Schweizer reden nicht wirklich Deutsch. Stimmt gar nicht. Also mein 6 Jahre alter digitaler Native. Okay, es geht hier um Fiber 7. Als ich im Urlaub war in Griechenland, da war ich in einem Konflikt und zwar musste ich jemand erklären, ich musste ihm erklären, warum man nicht YouTube gucken kann. In Griechenland ist das ein bisschen schwierig, aber hier in Hamburg ist es nicht viel besser. Also nebenan im Hotel in der Stadt, da offerieren die einem Free Wireless Zugang mit ein paar Kilobit, aber das ist nicht viel. Wenn du 5 Meg Internet willst, dann musst du eben extra zahlen. Und das ist, wo wir sind eben jetzt, 2015. Also ich möchte kurz was sagen. Ich bin eben verheiratet und ich habe einen Sohn, wie ich gesagt habe. Der war 2019 geboren. Und mit 17 Monaten hat er schon sein iPhone unlocked und niemand hat ihm wirklich gezeigt, wie das geht. Aber also wie ich zur Digitaltechnik kam, das war 1978, als ich eben mit diesen Chips gespielt habe. Wer kennt denn diese Chips hier? Bitte, dann hebt eure Hand. Also später habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Telekommunikations-Elektroniker. Und 1996 habe ich dann angefangen, mich mit Linux auseinanderzusetzen. Mein erstes Linux war SUSE 4.2. Mit Init 7 habe ich 2000 angefangen und später wurde ich dann Präsident von der Swiss IX Association. Das war 2009. Und später habe ich mich mit Netzwerkarchitektur beschäftigt bei Z2. Und ich bin natürlich auch ein Politiker für die Sozialdemokraten bei mir in der Schweiz, und aber das eher hobbymäßig. Und 5-7 ist mein anderes Hobby, wie ihr bereits wisst. Also ich habe natürlich auch in der Internet-Expertengruppe bei den Sozialdemokraten gearbeitet. Und diese Internet-Abhandlung, also unser Paper, was wir vorgestellt haben, das wurde eben diesen Monat verabschiedet, also von der Delegiertenversammlung. Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll. Also Buffering ist scheiße. Ja, ich sage euch Leute, dieser Vortrag geht nicht um Peering oder die Deutsche Telekom oder die Internetverbindung, sondern es geht um die Tausenden und Millionen jungen Leute, die YouTube gucken wollen. Und zwar in HD und zwar ohne zu buffern. Also lasst uns mal ganz kurz gucken, warum YouTube und die ganzen anderen Videoanbieter buffern. Ja, es geht um den Mangel von Bandbreite. Also wenn es hier um Intercity Wi-Fi geht. Also genau, wenn HD-Video nicht möglich ist. Ja, also bei PCs hat man geht es um
CPU-Leistung ist nicht mehr so ein Problem. Zum Teil ja, geht es einfach um WLAN-Empfangsqualität und zum Teil einfach Oversubscription. Also ein zweites, ja, die Quelle des Video-Streaming kann zu weit weg sein. Also wenn es zum Beispiel in den USA ist, geht das nicht so gut. Deshalb hat man so viele Content-Delivery-Networks, um diese Situation zu verbessern. Also dann gibt es Adaptive Streaming, also es kann Vor- oder Nachteil sein. Also naja, wenn man das halt zum Beispiel abstellt, aber die Verbindung schlecht ist, dann ja, geht es halt nicht mehr. Ja, aber wenn es da eben automatisch umschalten würde auf Standard Definition, dann würde es noch funktionieren. Ja, dann Routing oder Problem mit Algorithmen, ja, wenn irgendwie der Client nicht zum Server passt oder irgendwie eben zum Beispiel der falsche CDN-Server auswählt, dann ist es auch langsam. Und ja, auch hier noch zuletzt Oversubscription bei den Zwischenverbindungen. Also gehen wir kurz zurück zu den alten Tagen. Also wenn ihr eure Stiefmutter angerufen habt damals und sie euch 45 Minuten was erzählt, aber du nur Hallo und Tschüss sagst, dann musst du trotzdem den Anruf bezahlen. Also bei YouTube ist das nicht anders. Wenn du auf YouTube klickst, dann spricht YouTube mit dir für Stunden vielleicht und ja, du sagst nur Tschüss am Ende. Also der Breitbandkunde, ja, ist es der, der YouTube anruft oder umgekehrt? Ja, vermutlich ist es in der Regel der Kunde, der YouTube anruft. Aber trotzdem, 95% der Daten gehen vom Server zum Client. Aber der Client ist verantwortlich für den Traffic, weil er den Traffic auslöst. Also wenn wir uns hier das Internet anschauen, ah, es funktioniert hier leider nicht. Ah, der rote Knopf geht nicht. Also wir haben den End-User rechts. Dann haben wir das Provider-Netzwerk. Und der End-User ist nur zum Netzwerk des Providers verbunden. Und auf der linken Seite haben wir die ganzen Inhalte im Internet. Also Medien, Videos, Streaming, Torrents. Aber es gibt immer nur einen Weg bis zum End-User. Das ist da über diese gelb markierten Interconnection-Punkte. Das bedeutet, der Provider hat ein Monopol auf den End-User, solange der bei ihm unter Vertrag ist. Da gibt es keine Alternative. Das gibt natürlich dem Provider eine Machtposition. Andererseits, diese Interconnection-Punkte waren lange Zeit sogenannte Zero-Settlement-Peering. Das ist im Prinzip ein Grundbaustein des Internets. Also ohne diese Internet-Connection-Points und ohne Zero-Settlement-Peerings würde das Internet in seiner heutigen Form nicht bestehen. Also die Breitbandanbieter, üblicherweise die Überbleibsel von Ex-Monopolisten oder Kabelnetzwerkbetreibern, müssen eigentlich diese Interconnection-Point-Bandbreite bereitstellen. Und wenn zum Beispiel jetzt das nicht abgegradet wird, ist es heute so ein passiv-aggressives Verhalten dieser Anbieter. Also viele Anbieter, zum Beispiel Deutsche Telekom, um einen zu nennen, machen da einfach nichts. Die sitzen das einfach aus. Und die Endnutzer, naja, die leiden dann. Also Buffering ist ein übliches Symptom der Primetime, wenn alle gleichzeitig das Internet nutzen. Also ja, und das heißt, der Provider macht im Prinzip eine gated Community aus. Die an Kunden.
Also wie ich vorher schon gesagt habe, eben die Daten fließen vom Videoserver zum Endkunden. Das ist ungefähr 50 Mal so viel Verkehr wie in die andere Richtung. Ja, also ein üblicher Quotient beim Provider ist da 1 zu 5 bis 1 zu 10. Also wir ziehen etwa 10 Mal so viel Traffic zum Endkunden. Und ja, bei diesen Interconnection Points gibt es eine Richtlinie, dass wenn der Quotient, also da wird oversubscribed, und wenn man da upgraden will, dann muss man bei einem Quotient von 1 zu 1,5 bis 1 zu 3 sein. Aber kein Content Provider kann diesen Quotient einhalten. Und wenn die das nicht einhalten, dann müssen sie mehr zahlen oder es führt zu Überlastung der Leitung. Große Breitbandanbieter, wie die Ex-Monopolisten, die wollen einfach doppelt bezahlt werden. Und sie haben halt die Möglichkeit, den Markt zu zwingen, dass das Geld zu ihnen fließt. Also eben, einerseits von den Endkunden und auf der anderen Seite von den Content-Anbietern. Das heißt, zweiseitiger Markt. Und ja, und wenn der Anbieter nicht passiert, dann ist, was ihr hier seht, ist dann, was passiert. Aber IP-Interkonnektion wäre günstig. Die Kosten für einen Kunden wären noch ein paar Cent pro Monat. Wenn der Provider da investieren würde, würden die Leute glücklich. Und darüber hinaus, die Content-Providers wären einfach damit umzugehen, zum Beispiel für Cache-Servers oder und so weiter und so weiter. Also bitte sprecht mit unseren Community-Leuten, Amazon, Facebook, Google, Limelight, whatever, Netflix. Die ist ständig für Telekom, ist für Twitch und Set for Tattoo. Dieser Datenandrang, der ist teuer. Ich habe jetzt hier ein Bild gesucht von einem Stau und wollte gucken, wie viel das eigentlich kostet. Und die Welt hat das gezeigt. Staus kosten jeden Haushalt 509 Euro im Jahr. Also meine Annahme war, wenn dieser Datenstau auch etwas kosten, dann kostet es auch Datenstau eigentlich Geld. Aber ich dachte, niemand hat das bisher wirklich untersucht. Also habe ich gedacht, ich mache meine eigene Rechnung, eine so ganze Milchbüchli-Rechnung. Als ich ein Kind war, da ist der Milchmann jeden Morgen gekommen und wir haben dann unsere Bestellung in das Milchbüchli gelegt und der hat dann die Milch in die Box gelegt vor unserem Haus. Und am Ende des Monats sind wir entlang gegangen und haben unsere Milchbüchli-Rechnung bezahlt. Also das ist meine kurze Berechnung. Also wir haben ungefähr 30 Millionen Breitband-Connections. Ich habe angenommen, dass jeder ungefähr eine Minute warten muss, gesamthaft, während wir zum Beispiel Netflix gucken. Wahrscheinlich ist das viel weniger. Wer denkt, dass eine Minute nicht reicht? Okay, wir nehmen jetzt mal eine Minute für die Berechnung. Ich habe auch angenommen, dass es 5 Euro kostet pro Minute, pro Stunde kostet. Das ist ungefähr ein guter Lohn. Also wenn ihr denkt, 5 Euro ist nicht genug, dann könnt ihr das so übernehmen. Es nennt sich Reservationsmiete. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich habe das so auf Wikipedia nachgeguckt. Und das heißt, das ist für die Zeit. Das berechnet einfach, wie viel wäre der Wert der freien Zeit. Das ist meine Berechnung. Also wenn wir eine Minute warten pro Tag, das sind 63.
wenn wir das multiplizieren mit den 5 Euro, dann hätten wir 30 Euro pro Jahr, die wir verloren würden. Das summiert sich auf mit 30 Millionen Breitband-Subscribers zu 900 Millionen Euro pro Jahr. Das ist der ökonomische Schaden in Deutschland pro Jahr. Und wie wir das hier annehmen können, ein großer Teil vom Buffering kommt wirklich von der nicht guten Verbindung, zum Beispiel während der Abendzeiten, wenn jeder Netflix gucken will. Das ist auch ein Resultat von der restriktiven Politik von den großen Providern. Ihre Möglichkeit, hier noch mehr Geld rauszuziehen von diesem zweiseitigen Marketresultat, die würden wahrscheinlich ein paar Millionen mehr machen. Ich nehme das so an, dass es ungefähr 10, 20, 30 Millionen extra, die hier rauszwingen können. Auf der anderen Seite haben wir einen Schaden pro Jahr von 900 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht. Meine Konklusion ist, in einem demokratischen Ländern wie in Western Europa ist der ökonomische Gewinn diesen Firmen, ist nicht tolerierbar. Die nächste Frage ist grundsätzlich, folgt eigentlich dem Talk von vorhin von Thomas, wenn werden diese Regulatoren aufwachen und werden alle Marktpartizipanten dazu zwingen, zu kooperieren? Weil die Gesamtheit leidet darunter. Also das ist leider sehr, sehr verbreitet. Ja, die Deutsche Telekom erzählt natürlich, dass es kein Problem ist. Ja, und bei diesen Inter-Exchange-Punkten wird immer wieder diskutiert, ob Peering abgelehnt werden sollte oder... Also mein Fall jetzt zum Beispiel gegen Swisscom dauert jetzt schon mehrere Jahre an, obwohl eigentlich das in der Regel relativ schnell gelöst werden sollte, diese Auseinandersetzung. Und ja, eigentlich sollten diese Breitbandanbieter für die Interessen ihrer Kunden einstehen. Ja, wie gesagt, also Telekom schafft es, zweifach gezahlt werden aufgrund ihrer Marktmacht. Andere Anbieter wie zum Beispiel Telekom Ungarn oder Swisscom in der Schweiz benutzen halt ihre Macht, um ihr einschränkenden Peering-Übereinkommen anderen aufzuzwingen. Also ich zitiere hier Marc Kurer, der Chef von Comcom Schweiz. Nur ein fauler Regulator ist ein guter Regulator. Also herzlichen Dank. Dann gehen wir jetzt über zu den Fragen. Okay. Thank you, Freddy. And let's have Thomas back up on stage. And we're going to take questions, please. There's actually more than the mics. I said before, there's two right up on the top. And there's three in each aisle. So if you please line up if you have any questions asked. And please speak into the mic, we need your question uptake. And those who are leaving now, do it silently, please. Okay, first question. Wow. Yeah. Over there. I have a question for Thomas. From your talk, it sounds that you did a lot of work. Also eine Frage an Thomas. Dass ihr wirklich da viel Arbeit reingestellt. Kannst du ein bisschen über dein Budget sprechen? Ja. Also diese Assoziation ist irgendwie ein Zusammenschluss von 12 NGOs und es gibt irgendwie keinen fixen Haushaltsplan für alle, aber wir haben alle Berichte, wo man nachlesen kann, die sind transparent und ich kann jetzt nicht konkret irgendwie das Budget von anderen Leuten sprechen, aber also ich bin in Österreich in der Media Democracy Foundation und die haben 10.000 Euro zur Verfügung und
Netflix hat auch 10.000 Euro und wir benutzen beides für die Entwicklung und eben für die Entwicklung vom Fax, weil der Provider, auf den ich mich beziehe, irgendwie nicht weiter gezahlt hat. Also grundsätzlich ist das Budget ziemlich klein in Europa. Also in den USA gibt es da viel mehr Mittel durch die Lobby. Also genau im Vergleich zu Europa. Europa ist wirklich lächerlich eigentlich, was wir hier haben. Wir haben schon überlegt, ob wir irgendwie ein Tool entwickeln, um Spenden zu sammeln. Aber das ist sehr schwierig, weil wir eben auch diese 12 NGOs machen alle was Unterschiedliches. Und wie soll man jetzt das Geld verteilen anteilig? Also wenn du uns unterstützen möchtest, dann spende einfach an die Organisation, die entsprechende IDRI-Initiative für Netzfreiheit sind wahrscheinlich die beiden, ja, die ich hervorheben würde. Genau, aber die kriegen normalerweise aus den USA ziemlich viel. Also ich habe deine ganze Arbeit gesehen. Habt ihr das wirklich für 20.000 Euro gemacht? Nee, also ich wurde von Adri bezahlt, als ich in Brüssel gearbeitet habe. Aber ja, normalerweise war das meine Freizeit und meine Reisekosten wurden gezahlt und sonst, ja, mache ich das in meiner Freizeit. Also ich arbeite für Datenschutz-NGOs und ja. Also wir machen das eigentlich für nichts, Leute. Hallo Thomas, danke für deine Arbeit. Das ist toll. Ich habe eine Frage über ja, die Firmen, die sich da engagieren, also zum Beispiel die Angel Capitals. Wieso kamen die so spät in diese Diskussion? Also wie können wir das in der Zukunft ändern? Ich denke, ja, das sind großartige Verbündete. Ja, also das ist die richtige Frage zu dem Thema. In Europa gibt es einfach kein organisiertes Sprachrohr für diese Start-ups, wenn es jetzt zum digitalen Rechten kommt. Ja, man muss. Also normalerweise organisieren die sich über US-Netzwerke. Also das ist eben die Verbindung zwischen den Bürgerrechten und der Unternehmensgemeinschaft, die sich in Brüssel organisiert. Unter der europäischen Schirmherrschaft ist wirklich sehr schwach. Also um diese Verbindung irgendwie zu verstärken, das wäre super, wenn man das macht. Aber dazu braucht man eben Business-Kontakte und ich habe da noch nicht so viele. Ja, wir brauchen wirklich mehr Leute, die das diversifizieren und verbreiten. Also wenn wir jetzt irgendwie mit BEREC auch mit den BEREC-Richtlinien mehr arbeiten, da brauchen wir wirklich mehr Stimmen von den Universitäten, mehr Meinungen, auch von den Unternehmen. Ja, weil damit man eben mit den Regulierern zusammenarbeiten kann, um was zu verändern. Und unterschätze nicht den Einfluss der Lobby, die Telekom, die Liberty Globals. Die haben sehr viel Geld und die versuchen natürlich auch, die Politiker zu beeinflussen, so gut wie es geht. Und die machen das sehr gut, also natürlich von ihrem Standpunkt aus. Also die Telekom wird auf jeden Fall einen Haufen Leute haben, die dauerhaft Lobbyarbeit macht für sie. Okay, thank you. Is there a question from the internet? Gibt's da irgendwie noch eine Frage aus dem Internet? It is whether peering providers should differentiate between. Sollen Peering Provider unterscheiden zwischen VPN Traffic und öffentlichem Traffic und wo ist die Grenze zwischen privatem Netzverkehr und Internetverkehr? Also was soll ich sagen, das ist jetzt eine schwierige Frage. Grundsätzlich, Overcommit nicht übersetzen. Ja, also solange man kein Overcommit macht, gibt es ja keine Bandbreitenknappheit. Also dann sollte es sowieso kein Problem sein.
Sein übliches Argument der Großen ist, ja, wir investieren Millionen und Millionen in den Breitbandausbau, aber naja, leider haben sie leider aufgehört, in ihre Backbones zu investieren. Und da müsste man nur einen kleinen Teil in diese Interconnections investieren, um das Ganze ins Lot zu bringen. Weitere Frage. Ich habe eine Frage zu Buffering. Also, größte Teil des Contents im Internet wird über TCP/IP ausgeliefert. Was wäre, wenn man jetzt zum Beispiel auf UDP wechseln würde und das hat weniger Overhead, würde das die Situation ändern? Also nicht wirklich wird das die Situation verändern. Es wird nicht helfen, weil also wenn du die Pakete verlierst, dann verlierst du sie. Es ist egal, ob das jetzt UDP oder TCP ist. Ja. Okay, that was a short answer. Das war eine kurze Antwort. Hehe. Also als ich hier hinkam dieses Jahr, hatte ich den Eindruck, dass DSL nicht wirklich nur ein Bandbreitenproblem ist, sondern auch die Latenz. Also natürlich, zu Hause habe ich Fiber 7 zu Hause, aber weil, ja, das läuft ja über Glasfaser. Und, naja, aber die Latenz ging irgendwie von 60 bis 80 Millisekunden und heute sind es jetzt eher 80 bis 120 Millisekunden Pingzeiten. Wo ist da das Problem? Also die Latenz, die Wartezeit ist direkt verbunden damit, wenn der Provider einfach nicht genug Bandbreite zur Verfügung stellt, dann geht das Ping nach oben. Also eben, das ist eben der Nachteil von PCP. Ja, du kannst es herausfinden, wenn du das traced, zurückverfolgst. Ja, also man kann jetzt natürlich darüber reden, wie man Trace Route irgendwie übersetzt, aber das könnte dir auf jeden Fall helfen. Thank you. Next question from the internet. Just in between, and we'll go back. Go ahead. Is Netflix a gated community by itself? Ist Netflix für sich eine gated community? Und bist du sicher, dass ihre Interessen übereinstimmen mit der Net Neutrality Bewegung? Wir sollten unterscheiden zwischen Netflix-Inhalten und der Netflix-Verbindung. Also der Inhalt, ja, da würde ich sagen, da trifft dann zu. Andernfalls würde ich eher sagen, nicht unbedingt. Also ich rede hier über die dritte Schicht, Netzwerkschicht. Und Netflix sind gute Leute und die helfen eigentlich, dass die Pakete auch alle adäquat übertragen werden. Ich kenne ein paar Leute persönlich von denen. Ja, und die sind definitiv gute Leute. For the European debate, Netflix was one of the good guys in the US and they also supported, of course, the movement. Also die Netflix unterstützen natürlich auch die europäische Bewegung. Aber die könnten natürlich auch überleben in beiden Seiten des Marktes, also im kommerziellen Markt. Es wäre natürlich jetzt irgendwie riskant, diese neuen Anti-Netzneutralität-Business-Modelle zu erlauben. Ist riskant. Aber also die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, die sie verfolgen. Also Netflix bezahlt auf jeden Fall an die Deutsche Telekom. Andernfalls, sonst wäre niemand von den Telekom-Usern in der Lage, irgendeinen Inhalt von Netflix anzuschauen. Ja, wir haben wenig Zeit, also bitte jetzt die letzten kurz halten. Hast du eine Erklärung für, wie sich die Europäische Kommission verhält? Also, ich denke insbesondere an Günther Oettinger, der wiederholt gesagt hat, es ist
total wahnwitzig, dass Netzneutralität irgendwie da drin ist. Und das hat er wieder und wieder gesagt. Also und es scheint keinen Grund dafür zu geben. Kannst du das erklären, wieso die Kommission sich so verhalten hat? Also wir haben ein YouTube-Video, das sehr passt zu dem Thema Netzneutralität tötet, heißt das. Und was eben dieses Argument vom Oettinger niederschmettert. Also wir vermuten aber, dass die Telekom einfach ein bisschen Profite abgeben muss, wenn es um Roaming geht, und dass sie aber im Endeffekt nur profitieren durch diese neuen Regulationen. Und die Leute wollen ja auch nur einen schnellen Gewinn eben. Ja, also es war eigentlich nur eine Verschiebung für die Telekom-Industrie. Und Oettinger ist einer, der einfach für die Lobby arbeitet. Letzte Frage. Welche Strategie soll dann ein ISP nutzen, wenn der Backbone überladen ist? Weil, naja, die Kapazität ist ja limitiert. Also, ja, einfach upgraden. Also, ein 10-Gigabit-Port kostet jetzt irgendwie 3.000 Euro. Das ist ja nix. Also, einfach upgraden. Okay. Also, gut. Herzlichen Dank. Ja, das war's. Der Talk von Freddy Künzle. Buffering sucks.